Schnappt euch Bastelmaterialresten, ein paar Buntstifte und schon könnt ihr zum Modedesigner werden und eure Winterklamotten nach Lust und Laune dekorieren, gestalten und ausmalen. Ihr könnt dabei Filzstifte, Buntstifte, Wasserfarben oder andere Stifte nehmen. Und warum auch nicht? Zum Beispiel auch eine bunte Serviette. Die kann man zu einer Kugel formen und schon hat man einen Bommel für die Wintermütze und die Klamotten so dekorieren, verzieren, gestalten, wie man möchte. Man kann sie ausschneiden, ein Label draufkleben, den Namen hinschreiben und irgendjemanden verschenken. Man kann verschiedene Techniken miteinander kombinieren und Bastelmaterialresten verwenden, welche normalerweise in den Müll landen würden. Wir verwenden für unseren Schal Wolle. Ihr könnt aber auch Garn oder anderes Material, wie zum Beispiel Stoffresten, verwenden. Vielleicht mögt ihr Süßigkeiten, wie zum Beispiel Bonbons, und könnt das Papier, welches eure Süßigkeiten umwickelt, dafür verwenden, um eure Klamotten zu designen. Unten kann man ein paar Stränge übrig lassen. Das ist nämlich ganz typisch für einen Schal. Und auch da schneiden wir den Schal aus und kleben den Schal auf Buntpapier. Auch die Socken kann man natürlich gestalten, wie man möchte. Wir haben sie erstmal ausgeschnitten, Kleber aufgetragen und Musterpapier aufgeklebt. Übrigens, in unserem Shop findet ihr ganz viel verschiedenfarbiges Musterpapier, welches ihr für diese Idee ebenfalls super verwenden könnt. Wir bringen hier und da noch ein paar Details an, kleben die Socken ebenfalls auf Buntpapier und schreiben den Namen auf den mitgelieferten Labels auf. Toll, oder? Wie wär's denn mit Wellenpappe? Wellenpappe ist ganz toll und eignet sich auch super für diese Vorlagen. Wie gesagt, ihr könnt auch bunte Servietten verwenden. Seidenpapier, Krepppapier, Kartons. Einfach die Materialien, die ihr rumliegen habt. Auch da bringen wir ein paar Details an und kleben die Handschuhe auf Buntpapier. Marker eignen sich auch super für die Gestaltung von eigenen Designs. Vor allem, man kann große Flächen damit ganz schnell bemalen. Wir haben aus Glitzerpapier ein Herzchen ausgeschnitten und finden, dass das richtig toll aussieht. Die Winterjacke haben wir ebenfalls mit Markern bemalt, mit Nastüchern beklebt und echte Knöpfe angebracht. So einfach könnt ihr zum Modedesigner werden und eure eigenen Winterklamotten designen. Diese und viele weitere Bastelvorlagen gibt es im Tobi Lotta Online-Shop. Tobi Lotta CH.